Ja, auf dem Platz, der jetzt gerade gesprengt wird, da hat Dominic Thiem eben mit Roger Federer trainieren dürfen. Hier ist er. Dominic, wie war es? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich war natürlich unfassbar nervös vorher, aber es hat sich dann als halb so schlimm rausgestellt, weil die ersten Schläge, da fühlt sich natürlich die Hand wie 20 Kilo schwerer an. Aber ja, nach 5 Minuten gewöhnt man sich dran und ja, dann ist es halb so schlimm. Ja, was hat er denn so erzählt, der Roger? Hat er auch ein bisschen mit dir geschnackt? Ja, ein bisschen was erzählt? Am Ende, ja, über seine Jugendkarriere, über meine. Und ja, er ist komplett normal und nett. Also, hat dich das überrascht? Das sagen ja alle, dass ja, Roger ganz entspannt ist. Ja, alle und deshalb habe ich es eigentlich so erwartet auch. Und könntest du dich daran gewöhnen, nochmal mit dem 16-maligen Grand Slam Champion zu trainieren? Ja. Habt ihr schon was ausgemacht? Nein, noch nicht, aber ich hoffe, so oft wie möglich natürlich noch. Wie findest du das? Roger macht das ja öfter. Der nimmt sich bei Grand Slam Turnieren Jugendliche, wie du einer bist, aus dem Juniorenwettbewerb und sagt, komm, spiel mal mit mir, wärme mich mal auf. Ja. Schon cool. Ja, also ich finde super von ihm auch, dass er ja so Leuten wie mir halt so eine Chance bietet, dass er mit, sich mit ihm spielen darf oder halt die anderen Junioren. Du spielst hier beim Juniorenwettbewerb. Wie bitte? Du spielst ja hier beim Juniorenwettbewerb. Ja. Was glaubst du? Ja, es ist alles drinnen. Also ja, Turniersieg wie erste Runde. Also. Aber ich meine, mit dem Training vom großen Champion, ja, da ist man auf jeden Fall besser drauf, ja, als vorher, oder? Ja, also da kann nur alles aufgehen. Man merkt, du hattest Spaß. Ich danke ja, dir. Danke.